Ah, ja, geht, gehe ich hierher. Ah, hier ist eine Schwalbe. Jetzt sehe ich sie auch. Einzelne Kälbchen. Kelpie? Meint er das Seeungeheuer? Nein, Tiri hat ihre Stute so genannt. Das Pferd konnte offenbar rennen wie ein Dämon. Guter Name für ein Pferd. Sollen wir danach suchen? Guck mal WhatsApp. Ich habe WhatsApp geguckt. Aber ich kann ja schlecht gerade die, die Sprachnachricht. Wieso geht das nicht? Schade. Ich kann jetzt aber schlecht die Sprachnachricht anhören. Was hast du denn gesagt? Hey, hier geht das auch noch weiter in der Theorie. Ah. Ich frage mich, was das alles bedeutet. Sie sehen aus, als wären sie hastig mit Kreide hingekritzelt. Ein Jagdhund. Ich sehe keine Verbindung zu Kälbchen. Willst du alles anfassen? Aua. Geralt, ist alles in Ordnung? Heil mich. Kann man so sagen. I need healing. Ich habe keine Zeit. Mein Leben ist zu kurz. Da hast du keine Zeit, streamt Funk, und das ist dein Dilemma gerade. Ist es das? Dieser Ort missfällt mir. Und wie? Da die Hinweise auf Siris Pferd finden. Ja, es kann ja nur ein Tod jetzt. Ein Seeungeheuer. Sieht ein bisschen wie der Kairan aus. Geralt, was zum Henker ist das? Das sind wir. Eine weitere Sicherheitsvorkehrung. Verflucht nochmal. Warte, muss ich jetzt gegen mich selbst spielen? Nein, Herr Schott. Was jetzt, du Stück Dreck? Oh mein Gott! Das ist eine Art Spiel, den Verstand. Du weißt schon, ob man sich selbst kann und ob man das will. Vielleicht halten sich diese Erscheinungen ja für real. Tut mir leid, ich kann deine Zweifel nicht teilen. Ich weiß genau, welcher von euch echt ist. Jetzt konzentrier dich aufs Kämpfen. Ja, es ist alles sehr traurig. Hi, ich bin's, Fia. Liebe Grüße. Ah, du bist mir. Ach so. Hi, Fia. Schön, dass du da bist. Dann verstehe ich das. Ey, tut mir leid, dass ich einmal dann mal wieder Witcher streame und ihr alle nicht könnt. Na, da bin ich auch gehackt. Da bin ich auch gehangen an der Stelle. Ha, Fia, Sebi, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend, ne? Und die Sprachnachricht muss ich mir später mal anhören. Und nur zeigt, um Isas Stream zu schauen, immer, Sebi. Guter Mann, guter Mann. Ich mach halt auch noch die gute Questreihe. Ja, ja, okay. Danke dir auch. Dankeschön. So. Machen wir das Ganze nochmal richtig. Ein Seeungeheuer. Sieht ein bisschen wie der Kairan aus. Geralt, was zum Henker ist das? Ja. Kann es leider nicht überspringen. Eine weitere Sicherheit. Ich muss mal gucken, dass ich jetzt nicht nochmal sterbe. Meinst du, das ist eine Art Spiel mit dem Verstand? Vielleicht halten sich diese Erscheinungen ja für real. Tut mir leid, ich kann deine Zweifel nicht teilen. Ich weiß genau, welche von euch echt ist. Jetzt konzentrier dich aufs Kämpfen. Lass ich nicht. Nimm dies. Fehler. Gefühlt nimmt Geralt keinen Schaden. Verdammt. Puh.
dir sowas schon mal passiert? Ja, fast. Vor einer Weile hat mal ein Doppler versucht, meine Gestalt anzunehmen. Ja, und? Er fand es scheußlich. Hat sich nicht wohlgefühlt. Komisch. Doppler sind gutherzig gewesen. Sire, die Worte soll es Leirea. Ja, offensichtlich kurz nicht. Finde Kelpie. Finde Kelpie, finde Kelpie. Finde Kelpie, aber jetzt haben wir doch alle. Das eine Symbol hat mich hochgebummt. Andere. Das hat uns Aua gemacht. Das hat uns nur diese Erscheinung aufgejagt. Kann man hier runterspringen? Ja, funktioniert. Ein Pferdebild. Das muss ein Hinweis für Ciri sein. Hey, dann ist Kingdom ja ein Doppelmod. Quasi. So, warte mal. Okay. Liebe Leute, wir sehen, ihr seht viel, ich sehe viel. Ich gar nichts. Ich habe einen Gang gesehen. Wir müssen in die Richtung. Und schwimmen. Dann kommen wir einfach auch hier wieder hoch, ne? Ja. Aber wo geht's denn jetzt hier weiter? Was mal? Kelp hier. Noch ein Pferd. Ah. Fast genauso wie das letzte. Mal sehen, was jetzt passiert. Wanderung im Dunkeln. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber es hat funktioniert. Komm wieder her. Ach, immer diese Frauen, die immer so... Komm wieder her, sofort. Schau, sie gehen auf. Da oben waren wir. Gehen wir. Ja. Schön. Yeah. Na, wenigstens weiß ich jetzt, was meine Teleportation gestört hat. Dieses Portal hier. Und ich weiß jetzt, warum ich in diesem ertrunkenen Nest gelandet bin. Du solltest froh sein, dass du in einem Stück wieder rausgekommen bist. Und da fragen sich die Leute, warum ich Teleporter hasse. Versuchen wir es zu aktivieren. Ich glaube, das ist eine Schwalbe. Es hat geklappt. Komm. Meinst du, es ist sicher? Natürlich. Der Elfenmagier hat das Portal für Ciri hinterlassen. Ja, und nachher möchte der Elfenmagier Ciri einfach vergewaltigen. Wer möchte mir das denn sagen? Und jetzt werden Kira und Geralt vergewaltigt. Und das da hinten sieht nicht gut aus. Ist das schlimm? Ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm. Ja, und da hinten steht auch irgendwas, was ich gar nicht... Was ich nicht kennenlernen möchte. Ein Golem. Ein Golem. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Ach, sie war hier nicht erkannt. Golem. Okay. Haben wir einen Golem zufällig mal kurz im Bestiarium noch stehen? Ja. Schade, nein. Müssen wir selber rausfinden, was... Da lache ich doch, stimmt. Okay, was könnte gegen einen Golem gut funktionieren? Zweifelsfrei immer Feuer. Weiß ich auch nicht. Wir können noch... Aua. Ich habe es mir fast gedacht, dass der so einen Dreck-Move hat. Gegen Steingolems ist ein Hammer, ja. Wäre wahrscheinlich tatsächlich die Lösung. Der wird aber immer kleiner. So, jetzt blockt er.
Also er hat ein Loch im Körper. Aua! Uncool. Die Hexe macht das schon. Isa. Sie leuchtet. Nur weil sie leuchtet, glaubst du, sie ist. Setzt du denn auch die Steine da rein? Yeah. Was auch immer sie tut, wahrscheinlich heilt sie sich einfach. Ich wusste, wir schaffen es. Wirklich? Meine nicht. Dann sag es mir nächstes Mal doch bitte auch. Ach, ein heißes Bad. Dafür würde ich alles tun. Du hast gerade gebadet, als ich dich abgeholt habe. Also, hast du denn in den... Warte mal, ich zeig das mal. Hier sind diese ganzen Steinchen. Hast du die denn auch in deine Waffen reingerüstet? Weil eigentlich sind so, dass diese quasi die Runen, die angezeigt werden und deswegen so leuchten. Ja, ein heißes Bad mit... Ich meine, ein heißes Bad mit Geralt würde ich schon machen, ne? Also, das, ja? Wenn du Ciri endlich gefunden hast, was machst du dann? Weißt du das schon? Hängt davon ab, was sie will. Oh, das will mir. Stellst du dir vor, wie es sein wird? Was sie sagt? Wie sie aussieht? Oh, Olli! Na. Tut mir leid. Olli, diese Verzauberungsdinger, ne? Die klickst du einmal mit links an, du hältst die linke Taste gedrückt und ziehst sie einfach hier drauf. Und dann gehen die in die Waffen rein. Du musst halt diese kleinen Kreise haben, die hier habe ich zum Beispiel auch noch. Auf der Hose habe ich noch eine leere. Dann sagt sie das nämlich an, dass du. Dass du hier eben zwei freie Slots oder hier mit dem Handschuh eben einen freien Slot hast, um für diese Dinger. Es gibt halt die Unterscheidung zwischen den Waffenruhen und den Rüstungsruhen. Ich habe halt mega viele Waffenruhen, aber halt keine, zu schnell. Manchmal vergesse ich. Rüstungsruhen. Sockel. Danke, genau. Nee, sie Sockel. Das war das Wort, was ich gesucht hatte. Dass wir uns kaum kennen. Jedenfalls nicht genug, um über Persönliches zu reden. Keine Sorge. Das wird noch. Genau, du wirst einen Stein gegen Schwert und schwingen. OP. Jetzt ist es offiziell, ich bin ein Witcher-Noob. Ja. Aber hey, keine Bange. Deswegen guckst du ja diesen Pro-Stream, um einfach zu sehen, wie das funktioniert. Hast du dich denn nie gefragt, wozu diese Dinger da sein sollen? Oder besser gefragt, hast du nicht das Tutorial gelesen, was dir das einfach erzählt? Und? Kommst du? Nein, ich möchte, dass sie anzünden, aber die Funktion kommt gerade nicht. Machen wir das halt so. Hat er einfach drauf gebaut, dass das jetzt... Opa. Was denn? Wieder dieses Gefühl. Und wie? Stirb! Da lache ich doch. Ich warte mal, bis der Gargoyle bei uns ist. Verdammt. Aua. Krieg halt... mal vielleicht einen Stein in die Fresse. Passiert. Eine Wasserflasche. Ich will aber Brot essen. Digga, rotz mich doch mal bitte an. Wir haben keinen Schweinetrank mehr, das nervt mich ein bisschen. Muss ja nämlich jetzt richtig drauf aufpassen, was ich tue. Weil der ist schon stark und wenn er mich nochmal anrotzt. Oh, das war. Knapp, aber hat funktioniert. Bella Glan. Bella Glan, die könnte mich auch mal heilen, die Ische. Oh, das hat sich aber gelohnt. Da war schöner Loot bei. Wenn jemand mit einem Stein beworfen wird, erinnert mich das immer an das Leben des Brian. Steinigt ihn, steinigt ihn! Eine Frau, eine Frau! Steinigt ihn! Meinst du das? Kann man eigentlich meditieren? Ein bisschen? Ja. Cool, weil damit... Olli, du weißt aber, wie du deine Tränke wieder auffüllst, oder? Nein, wir machen mal eben... Lampe wieder ein bisschen heller, das ist auch für mich angenehmer. Ja, Mann, ich muss immer an die HP-Verarsche von Cold Mirror denken. Harry Potter? Ja. Hat Isa
Ha, Isa wurde mit dem Stein beworfen. Ich habe den auch nicht so richtig gesehen. Es war aber... Was sieht den besten Witcher? Isa kennt das Leben des Brian. Natürlich kenne ich das Leben des Brians. Warum sollte ich das denn nicht kennen? Aber das hat nicht funktioniert. Schade. Das funktioniert aber. Dort ist ein Portal. Wir müssen es schnell aktivieren. Ich habe das Gefühl, dass uns gleich noch ein Golem überrascht. Ach, ein Golem, aber kein Gargoyle, oder was? So, dann machen wir mal Hutzi Putzi Wutzi. Noch eine Schwalbe. Schau, es hat geklappt, komm. Ach, immer wir hier sind, verdammte Axt. So, ach doch, ist das Plätzchen. Schau, wir haben es über die Brücke geschafft. Hier haben wir die wilde Jagd gesehen. Toll, das heißt, sie haben mächtig Vorsprung. Komm. Ja, jetzt sind wir jetzt... Darf ich mal Bella Glan zu sagen? Das macht mich wahnsinnig. Sind wir jetzt wieder am Anfang? Wilde Jagd. Definitiv. Sie haben die Wächter des Magiers zerstört. Zum Plaudern sind sie jedenfalls nicht hier. Hattest du das je gedacht? Naja. Freut mich, ne? Wenn sie das gemacht haben. Und am Ende kommen die ganzen Wächter wieder raus und du sitzt dann da so, YOLO! Ah. Wenn das... Haben sie eingefroren, ehe sie angreifen konnten. Ich finde das eigentlich lustig, dass sie die halt quasi eingefroren haben. Wo ist meine Tante? Ach, sie kommt. Okay. Dass sie die eingefroren haben, weil es sind so viele, die hätten wir als Geralt in dem Moment gar nicht geschafft. Das ist total lächerlich eigentlich. Ich bin seit 3 Tagen oder so auf Netflix und Amazon Prime und habe viel geguckt. Ja, das ist auch gut so. Wirklich. Ja, aber die Jungs am Kreuz hängen ist auch super. Oh ja, die haben wirklich mächtig Vorsprung. Esse, esse. Ta pardone. Minin jihamar. Rein! Echt jetzt? Ui. Schenzabir! Die weiße Kälte. Ein Magier der wilden Jagd hat sie beschworen. Kannst du die Risse verschließen, durch die sie kommt? Zu weit weg. Wir müssen näher ran. Ich schirme uns mit Demetia Kestzwoge ab. Bleib dicht bei mir. Oi. Das ist sehr geil, Olli, dass du noch mehr... Fertig. Bleib bei mir. ...geholt hast. Also, ich werde die Sammlung ja auch irgendwann voll machen wollen. Dumm, dumm, dumm. Ach, langsam glaube ich, dass wir es schaffen könnten. Freust du dich auch schon auf den neuen... auf den neuen Guardians of the Galaxy Film, Olli? The bright side of life. Du, 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 du. Ja. Aber welche Szene aus dem Film auch geil ist, ist einfach... nur jeder ein Kreuz. Oh. Ja, Freispruch, Freispruch bitte in diese Richtung. Nein, nein, war nur ein Schwert. Kreuzigung, ja, Kreuzigung, dann bitte in die Richtung. Aber bitte nur jeder ein Schwertkreuz. Finde ich super. Ich kann das aber nicht originalgetreu zitieren, aber...
auch so eine Szene, die ich einfach geil finde. Schneid herein, gleich Mitternachtsschwimmen. Mitternachtsschwimmen? Wo machst du das denn, Hadalat? Wie cool. Hallöchen. Schön, dass du aber vorher noch reinschaust. Haben sie einen Kinobetreiber, der bringt immer ein paar Schauspieler der Filme an den Start. Echt? Geil. Hoffe, er kriegt es bei Guardians 2 auch hin. Das wäre super. Oh! Geil, Mitternachtsschwimmen. Habe ich noch nie sowas gemacht.